Alles ist möglich, wenn du nur richtig wählst. Ja, Damen und Herren, herzlich willkommen bei der politischen Schlagerhitparade des Jahres 2024 im Januar. Heute ist der 27. Januar 2024 und alles ist möglich. Das Bündnis Sarah Wagenknecht, Gerechtigkeit und Vernunft hat sich gegründet und Sarah sagt, alles ist möglich. Roland Kaiser hat vor vielen Jahren, als er noch volles Haar hatte, einen ähnlichen Titel fabriziert und der war total populär. Alles ist möglich, wenn du nur richtig wählst. Also, dieser Text ist nur leicht verändert, aber er hat seine Gültigkeit behalten. Er klingt ein wenig nach, Angela Merkel, wir schaffen das, alles ist möglich. Es klingt auch ein bisschen nach Toyota, nichts ist unmöglich. Und jetzt kommt was ganz Neues, Sarah Wagenknecht. Hören wir da mal rein. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Ja. Ja. Unter uns sind Gewerkschafter, Betriebsräte und erfolgreiche Unternehmer, Krankenpfleger und Polizisten, Theologen und Atheisten, Großstädter und Dorfbewohner. Also, kurz gesagt, liebe Unternehmer und unternehmerisch Ausgebeutete, liebe Kapitalisten und Lohnabhängige, liebe Krankenschwestern und Profiteure von Krankenhäusern, wir sind alle in einer Partei, die heißt Alles ist möglich. Ja, also Milch und saure Zitronensäure vereinigt euch. Also Feuer und Wasser vereinigt euch. Dann ist alles möglich. Aber man muss ja auch mal diesen ganz neuen Politikern, die bisher überhaupt keine politischen Erfahrungen gesammelt haben und überhaupt keine Strategien entwickelt haben, man muss diesen jungen Menschen und MenschInnen wie Sarah auch mal eine Chance geben. Bitte sehr. In einem Land, das sich immer mehr in Lager spaltet, in dem die einzelnen Milieus sich immer seltener begegnen, ist das keine Selbstverständlichkeit, sondern etwas ganz Besonderes und Wertvolles. Oh ja, also die einzelnen Milieus, wie zum Beispiel die Millionäre und die Arbeitslosen, die begegnen sich ja kaum noch. Und früher haben die ja kaum noch begegnet, sagte sie ja. Früher haben die zusammen gefeiert, da war eine Stimmung, da war eine soziale Marktwirtschaft nach Ludwig Erhard, dass es nur so kracht. So ungefähr. Und wir werden auch nur erfolgreich sein, wenn wir diese, unsere Unterschiedlichkeit als Gewinn begreifen, wenn wir Toleranz... Ja, wenn wir diese, unsere Unterschiedlichkeit zwischen Ausbeuter und Ausgebeuteten als Gewinn begreifen. Ja, wer profitiert denn von diesem Verhältnis? Immer nur als Gewinn begreifen, was überhaupt nicht gewinnbringend ist im Sinne von einem wirklichen Miteinander. Gewinn heißt immer nur Geldgewinn. Ja, des einen Profit, Gewinn, ist des anderen Verlust an Lebenszeit, Arbeitskraftsmöglichkeit überhaupt. Aber ist egal. Sarah, du machst das. Sarah, wir werden zusammenstehen in deinem Bündnis. Und Respekt, nicht nur in der Gesellschaft. Ah, Respekt. Ich habe ganz viel Respekt als erfolgreicher Unternehmer. Ihr seht es ja an meinem schönen Äußeren und meiner FDP-Krawatte. Ich habe ganz viel Respekt vor denen, die für mich arbeiten. Respekt, dass ihr euch ausbeuten lasst. Gesellschaft einfordern, sondern auch hier in unserer Partei leben. Das muss unser Auftrag und das muss unser Ziel sein. Übrigens, habt ihr schon bemerkt, dass sich die Intonation von erfolgreichen Rednern, und ihr seht ja, wie sie beklatscht wird, dass die sich gleicht. Das muss unsere für ein erfolgreiches und da müssen wir hin. Wie komme ich auf diese Intonation? Es sind erfolgreiche Redner im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft. Und jetzt fragt ihr euch nochmal, wo ist der Unterschied zwischen rechts und links?
Das frage ich mich auch.